Ich verstehe das ja gerade nicht. Oh, die Katze mauns gerade und möchte gerne raus. Ich weiß ja auch nicht, was das hier alles soll. So, Motherfucker. Irgendwie ist dieser Raum sehr, sehr creepy. Bedrohlich fast. Was ist mit dir passiert? Oh, come on. Oje, oje, was haben wir denn hier gemacht? Oh, come on. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Are you fucking kidding me? Oh my God. Uff. Habe ich die jetzt gerade etwa nochmal getötet? Das wäre ja schon ein bisschen fies. Doch mal gut sein. Okay. Was in den drei Türen waren wir schon mal drin? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier nicht viel toller wird in der Mitte. Ja, ne, ist klar. Ach, leck mich doch, du Pisser. Komische Monstergesichter. Kann ich hier irgendwas ausmachen? Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst,
Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Okay, ist klar, der Daniel hat so einen Amnesietrank getrunken. Die Frage ist, warum? Wahrscheinlich, weil das, was er erlebt hat, so schrecklich war. Ah, okay. Ein Gedankenbild. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich, und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Also nicht damit ihr euch fragt, warum ich hier alles einsammle und, weil ich ja hier wieder was einsammeln kann. Ihr wisst ja, was häufig passiert, wenn man... Vielleicht weiß sie es. Mann, ist das creepy, ey. Ist ja total fies. Immer schön am Rand entlang. Nein, hier geht's nicht. Immer schön am Rand entlang, Rand entlang, Rand entlang. Immer schön am Rand entlang, lalalala. Immer schön am Rand entlang. Vielleicht haben wir hier alles abgegriffen. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr, als sein Verstand ertragen konnte. Ich habe jetzt aber nichts groß dabei. Ich habe nur Steine, Einzelteile und eine Schnur. Eine starke Schnur aus Hanf. Haha! Glas an einer Schnur. Vielleicht. Es klingt so, als wäre da irgendwie volles fette Monster unten. Na toll. Kann ich also immer noch nicht dafür verwenden? War da noch was? Du scheinst scheinbar alle Kugelstücke des Querschiffs gefunden. Geh zum Altarraum und finde die restlichen Kugelstücke. Altarraum? War das der hier? Aber da kam ich doch gar nicht weiter. Dann gehe ich mal in die andere Tür erstmal. Wie läuft es? Ja, alles läuft super. Spast. Total uncool ist das alles hier. Völlig uncool. Erstmal alles einsammeln. Immer ganz wichtig. Bevor ich wieder irgendwas lese.
okay. Wieder Gedanken von Alexander. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig dasitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt, und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden. Während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Ein wahrer Sonnenschein, wie schon gesagt. Agrippa beeinflusst Weyer. Weyer verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Ich brauche ganz kurz Schluck Wasser. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Weyer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit er auch helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen. Wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl. Aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Weyer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamta verabreiche. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kernk. Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Meine Grüße. Das Türchen lassen wir mal offen, das ist aber ganz keine schlechte Idee. Ah, hier ist doch der Altarraum, ist doch hier an der Seite. Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudanum. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Alrighty, Mighty. Super. So hell erleuchtete Gänge sind mir doch total eine Freude. Machen wir mal die Tür zu. Also so langsam habe ich doch wirklich viele Zunderbüchsen. Ich glaube, ich kann die inzwischen ohne Sorge fleißig verwenden. Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Und das Ritual bestand aus was? Ja, jetzt habe ich aber langsam wirklich sehr viele Zunderbüchsen. Alter, jetzt hör mal auf.
Was? 15. August 1839, der Blutschutz versagt. Der Schatten lockt und sein Rufen entwaffnet mich. Schnell, du darfst keine Zeit verlieren. Du musst einen anderen töten. Alexander holt ein Messer hervor. Er will, dass ich das Fleisch schneide. Tu es, rette dich selbst. Er ist ein Mörder, Daniel. Er ist ein böse, ein kaltblütiger Killer. Alexander, verschone mich. Ich muss mich konzentrieren. Zeichne den Mann. Schneide in die Linien. Schneide in das Fleisch. Sieh, wie das Blut spritzt. Lass es herausfließen. Was ist, wenn ich nicht will? Komm doch, scheiß Schatten. Ich will den nicht umbringen. Oder kommt man hier gar nicht raus? Okay, dann töte ich den Typen halt. Toll. Bitte, ich habe nichts getan. Nee, nee, nee. Zeichne den Mann. Schneide in die Linien. Zeichne den Mann. Schneide in die Linien. Bitte, schreit der Mann. Still. Jetzt schläfst du. Oh, Daniel ist auch ein... Ich habe das Richtige getan. Ein Leben für ein anderes. Hörst du mich, Wächter der Kugel? Ich habe all dies für dich getan. Zieh deinen Schatten noch einmal zurück. Withdraw your shadow from my domain. Ist die fucking Tür gerade von alleine wieder aufgegangen? Na, eine wahre Freude, würde ich sagen. Ach so, warte. Alles noch Teil der... Alexander, es ist nicht viel Zeit. Ich kann es fühlen. Wir müssen schnell handeln. Ich werde tun, was immer nötig ist. Na super. Juhui. Die ganzen Leichen, die ich aufgehängt habe. Na prima. Aber noch ein paar mehr davon. Es wird immer fröhlicher. Immer fröhlicher, mein lieber Freund. Jetzt schickt sie ihn aber gerade ganz schön böse in der Gegend rum. Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskus-Rosenöl zu suchen. What in the nine hells of Babylon? Fuck. Was sind meine Absichten, Daniel? Rettung. Das war auch deine Absicht. Und jetzt sinnst du nur nach Rache. Wie willst du deine Gewalttätigkeit rechtfertigen? Ist sie zum Wohle aller? Tust du der Welt damit einen Gefallen? Du bist es, der all dieses Leid und den Tod herbeigeführt hat. Hättest du dein Schicksal akzeptiert und dich der Kugel ergeben, als du sie gefunden hast, wäre das alles nicht geschehen. Es ist Neugier zusammen mit deiner Selbstsüchtigkeit, die uns jetzt beide tötet. Ein echter Schatz, wie gesagt. Ein Quell der Freude. Ich geh mal hier entlang. Okay, hier sind auch Monster unterwegs. Cool.